Wir wurden heute alarmiert zu einem schweren Verkehrsunfall, in dem zwei Fahrzeuge involviert waren mit drei Verletzten. Es sah so aus, dass wir ein Pkw auf dem Feld vorfanden und ein Pkw im Graben, in dem auch zwei Personen eingeklemmt gewesen sind. Die Personen wurden erstmal vom Rettungsdienst stabilisiert und wurden dann von uns mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Ja, es ist natürlich sehr schwierig, auch für einen Laien und auch für uns, wenn wir ein Pkw haben im Graben. Da der Pkw immer droht abzurutschen, wurde er mit Bauhölzer abgesichert, sodass eben halt ein Wegrutschen des Pkws nicht mehr möglich war. Die Personen wurden dann mit einem Rettungsbrett oder aus einem Rettungsbrett gezogen und wurden dann aus dem Pkw patientenschonend befreit. Das ist schon ein größerer Einsatz. Die Feuerwehr Schesel ist natürlich auch hier jetzt mit eingetroffen, weil in Lauenbrück gerade der Einsatzweg versperrt ist durch den Brückenabriss. Somit sind die Schesler Einsatzkräfte mit in die AAO mit reingekommen und dadurch war eben halt auch sehr viel Einsatzkräfte vor Ort, was aber auch hier von Nöten war. Das Wetter ist momentan sehr feucht, nebelig. Der Rettungshubschrauber war auch angefordert gewesen. Der konnte aber aufgrund der Wetterlage weder starten noch hier landen. Man gibt natürlich, achtet auf die Fläche auf der Straße, das eben halt auf Laub, Nässe, rutschig. Wir haben angehende Frosttemperaturen, kann natürlich immer Glatteis sein. Also Vorsicht fahren. Lieber 3 Minuten früher losfahren oder 10 Minuten später ankommen.